Willkommen in der ältesten Stadt Deutschlands. Willkommen in Trier. In den nächsten 20 Minuten zeigen wir euch, was diese Stadt alles zu bieten hat. In unserem ersten Beitrag zeigen wir euch die historischen Ecken in Trier, die ihr euch unbedingt anschauen solltet. Hi, ich bin Jenny und das ist Alex. Wir sind jetzt für eine Woche hier in Trier und wir freuen uns, die Geschichte und das Kulturelle von Trier kennenzulernen. Wir sind 2 Tage hier, haben so richtig viele Dinge erlebt und viele Sachen gesehen. Also, es lohnt sich, nach Trier zu kommen. Trier ist bekannt für die schöne Porta Nigra. Man nennt sie auch das Schwarze Tor. Die Aussicht auf Stadt und Tal aus dem Inneren der Porta Nigra ist bemerkenswert. Auf der Fahrt können Sie den Anblick verschiedener römischer Bauten genießen. Die Fahrt eignet sich sowohl für große als auch für kleine Passagiere. Zu den Hauptattraktionen Triers gehören eindeutig die Kaiserthermen. Heutzutage kann man dort ober- und unterirdisch Geschichte hautnah erleben. Auf der linken Seite der Mosel, auf dem höchsten Punkt der Sandsteinfelsen, überragt die Mariensäule die Stadt. Die Belohnung für den Fußweg ist der anschließende Ausblick über Trier.
Abgesehen davon laden die vielen Sehenswürdigkeiten zum Selfie ein. Wir haben euch das einfach mal vorgemacht. Jetzt habt ihr die historischen Ecken von Trier gesehen und... Nun zeigen wir euch die sportliche Seite unserer alten Stadt und dazu eine der vielen Unterkunftsmöglichkeiten für euch. Eine der Freizeitaktivitäten befindet sich auf dem Petersberg, die Landesgartenschau. Die Landesgartenschau bietet verschiedene Sportmöglichkeiten, wie zum Beispiel einen Spielplatz, Beachvolleyball, Basketball und auch einen Skateplatz, der gerne genutzt wird. Natürlich kann man sich auch auf die große Wiese legen und die Sonne genießen. Hier befindet sich der Fußballplatz, der auch gerne zum Fußballtraining von Mannschaften zum Spielen einlädt. An der Mosel befindet sich die Römerstadt Jugendherberge für Familien, Klassen, Jugendliche oder andere, die Urlaub in Trier machen möchten. Die Jugendherberge hat eine große Wiese, eine Tischtennisplatte, einen Basketball, einen Fußball und auch einen Volleyballplatz. Sowie einen großen Grillplatz und einen Spielplatz für die Kleinen, der sich hinter der Jugendherberge befindet. Vor der Eingangshalle befindet sich die leicht zu findende Rezeption, neben der man auch direkt einen großen Aufenthaltsort auffindet. Das ist eines der vielen Zimmer in der Jugendherberge, die unter anderem auch behindertengerecht eingerichtet sind. Wer sich anders in Trier beschäftigen möchte, hat dazu viele weitere Möglichkeiten. Die beliebtesten Locations seht ihr jetzt. Auf jeden Fall, Trier ist eine sehr schöne Stadt. Man kann auch hier also sehr viele Sachen besichtigen, wie die Porta Nigra oder Kaiserthermen, Silica, die Arena kann man auch, kann man Basketballspiele so verfolgen und alles und sonst. Sehr viele Shops und ja, halt sehr viele Leute hier. Der Hauptmarkt ist der zentrale Punkt in Trier. Er bietet viele Einkaufsmöglichkeiten und eine große Auswahl an Restaurants. In der Skylounge kann man cool chillen. Ja, sonst kann man auch den Dom besuchen. Ist auch ganz schön. Ja, und die Porta Nigra besichtigen. Auch ganz cool. Skylounge ist ein beliebter Treffpunkt an heißen Sommertagen.
man abschalten, mit Freuden Cocktails trinken und das Wetter genießen. Trier ist natürlich eine super tolle Stadt und mir gefällt dieses Alte so richtig. Das ist wirklich so eine alte Stadt. Man fühlt sich hier wie so ein richtiger Römer. Also hier ist alles gut noch. Am Palastgarten ist ein Ort zum Entspannen. Sie bietet viel Platz für Teamspiele oder ein gemeinsames Picknick. Hier tagsüber eine kultivierte Stadt zum Entspannen. Nach so einem spannenden Tag möchte einer vielleicht den Abend gemütlich ausklinken lassen und der andere noch feiern gehen. Welche Angebote ihr dafür hier habt, seht ihr nun. Am Kornmarkt kann man abends im Louisiana oder Wirtshaus gute Cocktails genießen und schön in den Abend starten. Am Viehmarkt kann man im Havanna auch mittags schon ein kühles Bierchen genießen. Hier am Stockplatz findet man an schönen Sommertagen immer ein ruhiges Plätzchen. Im Mai Tai kann man eine gemütliche Shisha rauchen und sehr gute Cocktails genießen. Zurück im Havanna lässt es sich am späten Abend gut sitzen und sich exzellente Cocktails schmecken lassen. Zum Abschluss der Bars besuchen wir das Chico unterhalb der Treveris-Passage. Ja. Ist ungefähr zu 70% eine Shisha-Bar und 30% eine Cocktail-Bar. Und das ist mir schon wichtig, dass halt hier so eine gewisse ruhige Atmosphäre ist, weil die Shisha-Bar ist eigentlich dafür da, damit die Leute halt runterkommen, wenn die halt von der Arbeit kommen oder so, dass die halt dann hinkommen können und gemütlich eine gute, leckere Shisha rauchen können und halt ja einfach nur abschalten können. Das ist halt ganz wichtig. Für diejenigen, die gerne noch das Tanzbein schwingen und Leute kennenlernen möchten, können wir das Metropolis in der Hindenburgstraße sehr empfehlen.
Victor, hast du Bock auf einen Döner? Ja, du nicht? Doch. Ja, man, gibt nichts Besseres wie ein Berliner Döner. Nun sind wir am Ende unseres Beitrags. Wir hoffen, unser Film hat euch gefallen und eure nächste Klassenfahrt führt nach Trier.